Vor circa 10 Jahren durchlief ich selbst das Transsexuellengesetz, das wir heute durch ein Selbstbestimmungsgesetz ablösen werden. Meine Erfahrung damit möchte ich Ihnen heute schildern. Ich beantragte damals die Änderung meines Namens und Personenstands nach Transsexuellengesetz. Ich war es schlichtweg leid, dass ich jedes Mal, wenn ich meinen Ausweis zeigen sollte, wenn ich mit meinen Freundinnen in einen Club wollte oder wenn ich in der Fahrscheinkontrolle in der Bahn war, mit der Frage konfrontiert wurde, ist das der Ausweis deines Bruders? Jedes Mal musste ich erklären, dass der vermeintliche Junge, den der Ausweis da zeigte, ich bin. Oder vielmehr, ich war. Ich war es leid, mich jedes Mal erklären zu müssen. Ich war es leid, dass Leute mich anstarrten, wenn ich ihnen erklären musste, dass ich trans bin. 2 Jahre und viele GutachterInnen-Gespräche, einen Amtsgerichtsprozess später war es soweit. Die Namensänderung war durch und ich knappe 2.000 Euro ärmer, die ich dafür zahlen musste. Geld, das ich als junge Frau gerne in einen Führerschein investiert hätte oder in den Umzug in die erste eigene Wohnung. Als Transpersonen erleben wir immer wieder, dass unsere Würde zur Verhandlungssache gemacht wird. Wir müssen unmenschliche Hürden wie das Transsexuellengesetz ertragen, nur um wir selbst sein zu dürfen. Wussten Sie, dass Transmenschen bis 2008 sich scheiden lassen mussten, um das Gesetz in Anspruch zu nehmen, dass sie bis 2011 eine Sterilisation nachweisen mussten? Erst das Bundesverfassungsgericht machte damit Schluss. Es ist höchste Zeit, dass wir nun auch die unnötig langen Gutachter und Gerichtsverfahren der Namensänderung als Unrecht beenden und dass wir heute endlich die Würde von trans-, inter- und nicht-binären Menschen achten. In Zeiten der ersten rot-grünen Bundesregierung wurde das Gesetz im Kern nicht infrage gestellt. Und es waren erst, und darauf haben Sie verwiesen, Frau Slavik, es waren erst die Betroffenen selbst, die ihre Situation durch erfolgreiche Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht auf die politische Bühne gehoben haben. Und diese historischen Tatsachen sollten eher zu rhetorischer Demut veranlassen, anstatt zu Selbsttheorisierung oder gar parlamentarischer Partykultur, wovon wir in der Gesellschaftspolitik leider einiges erleben, in den letzten Wochen erlebt haben und eventuell heute auch wieder erleben werden. Den Funken Demut, dass wir als politische Entscheidungsträger nie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, ob wir bei unseren Entscheidungen in der historischen Rückschau richtig liegen, den habe ich allzu oft vermisst. Und insbesondere, wenn es um so sensible Themen wie Identität, Geschlecht und Jugendschutz geht. Heute ist ein guter Tag. Ich würde sogar behaupten, heute schreiben wir ein Stück Geschichte. Mit der zweiten und dritten Lesung des Selbstbestimmungsgesetzes schaffen wir endlich nach über 4 Jahrzehnten das unsägliche Transsexuellengesetz und seine menschenunwürdigen Praktiken ab. Das Selbstbestimmungsgesetz nimmt niemandem etwas weg. Ganz im Gegenteil, es beseitigt Unrecht. Ich sehe es als unsere Pflicht an, als Abgeordnete eines demokratischen Rechtsstaates, dieses Unrecht zu beseitigen. Bewusst gestreute Desinformationen und Hetze führen dazu, dass Misstrauen gesät und negative Emotionen gegenüber Transpersonen aufgebaut werden. Dabei hat all dies in der Debatte nichts verloren. Die negativen Auswirkungen dieser Debattenkultur treffen gerade die Jüngsten in unserer Gesellschaft, die feststellen, dass sie trans sind. Kinder und Jugendliche haben genauso wie Erwachsene ein Recht darauf, sich frei zu entfalten. Stellen wir uns vor, Kanzler Scholz würde zur nächsten Regierungserklärung eine französische Gardegrenadieruniform des 19. Jahrhunderts tragen und erklären, er wäre Napoleon. Und würde in Zukunft gerne als Kanzler Napoleon angesprochen werden. Die Folge wäre, dass man ihm Hilfe anbieten würde, Herr Pistorius endlich zum Kanzler gewählt werden könnte und man auf seine baldige Genesung hoffen würde. Das ist Realität.
Niemand in diesem Hause käme auf den Gedanken, dass Herr Scholz das Recht hätte, seine Papiere bis zur Geburtsurkunde in Napoleon Scholz zu ändern und als Kanzler Napoleon bezeichnet zu werden, nur weil er es sich einbildet und eine Uniform aus der Mottenkiste trägt. Und das zu Recht, meine Damen und Herren. Aber genau das will das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz in Bezug auf die Geschlechtlichkeit tun. Ihr Gesetz wäre im Grunde unfreiwillig komisch, wenn es nicht so tragisch, aber auch vor allen Dingen gefährlich wäre. Komisch, weil es im Grunde die Infantilisierung des aktuellen politischen Mainstreams zeigt. Ich habe noch nie daran gezweifelt, eine Frau zu sein. Und es fällt mir schwer, nachzuvollziehen, wie es in Menschen aussieht, die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Ich würde nie auf die Idee kommen, mein Pronomen auf meinem X-Profil zu verewigen. Und mit Vogue-Kultur kann ich überhaupt nichts anfangen. Wenn ich gendern müsste, fiele mir die Zunge ab. Und dennoch finde ich das Gesetz, das wir heute beschließen wollen, richtig. Weil Menschen unterschiedlich sind. Menschen, die sich in dem Geschlecht, in das sie geboren sind, falsch fühlen, die leiden und zuweilen sogar Suizide begehen. Dass es Menschen gibt, die eine andere Geschlechtsidentität empfinden, als im Personenstandsregister eingetragen, respektiere ich, auch wenn ich es überhaupt nicht nachfühlen kann. Wer bin ich, dass ich dem Lebensglück dieser Menschen entgegenstehe? Wir haben es eben gehört, über 40 Jahre lang hat das Transsexuellengesetz viel Leid verursacht. Sterilisierungen, Scheidungen, psychiatrische Begutachtungen und langwierige, teure, bürokratische Gerichtsverfahren. Und zwar nur, weil Menschen so anerkannt werden wollen, wie sie nun mal sind. Und heute machen wir damit endlich Schluss. Das Selbstbestimmungsgesetz, das gleich zur Abstimmung steht, ist öffentlich sehr intensiv diskutiert worden. Einige dieser Diskussionen waren verstörend und verletzend, vor allem für die Menschen, um die es geht. Da wurden transgeschlechtliche Menschen beschimpft, es wurde sich über sie lustig gemacht, wir haben es auch eben wieder gehört. Sie wurden als Gefahr oder sogar als Ideologie dargestellt. Transgeschlechtliche Menschen sind aber zuallererst Menschen, Menschen, die das Recht auf volle Grundrechte haben. In meiner letzten Rede zum Thema hier habe ich darum gebeten, den Gesetzentwurf auf die Seite zu legen und nochmal eine breite gesellschaftliche Debatte zu führen. Das ist, wie zu warten war, nicht geschehen. Stattdessen stellen Sie Ihre Ideologie wieder einmal über einen vernünftigen Konsens. Sie wollen eine laute, aber eine sehr kleine Gruppe zufriedenstellen und spalten so die Gesellschaft. Sie gefährden die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie verpflichten Menschen, gegen ihre eigene Wahrnehmung Aussagen zu bestätigen und ermöglichen Kriminellen unterzutauchen. Sie nehmen sich der wirklich Betroffenen nicht an und ignorieren die berechtigten Bedenken vieler Frauen und Mädchen. Eltern sollen für ihre Kinder bis 14 Jahre einen Namens- und Geschlechtseintragswechsel beantragen können. Der Kritik, dass geschehe ohne Einbeziehung der Kinder, begegnen sie damit, dass Kinder ab 5 Jahren diesem Wechsel zustimmen müssen. Ein Kind im Alter von 5 Jahren ist nicht in der Lage, die Tragweite einer solchen Entscheidung für sein Leben zu überblicken. Kinder wollen in diesem Alter ihren Eltern gefallen. Der Entwurf sieht auch entgegen ihrer Beteuerungen keine verpflichtende Beratung für die Kinder und Jugendlichen vor, sondern lediglich eine Erklärung, dass der Antragsteller beraten ist. Es ist offensichtlich, dass diese Regelung nur als Feigenblatt dienen soll. Sie verlangen keinen Nachweis darüber, ob eine Beratung tatsächlich erfolgt ist. Wie die Beratung aussehen soll, das geben Sie nicht vor. Es kann ein Gespräch mit einer Peergroup sein, das eher informiert als ergebnisoffen berät. Dies wird der schwierigen Situation der Eltern und Kinder nicht gerecht. Wir werden uns als Gesetzgeber heute endgültig von einer Zeit verabschieden, in der Menschen zur staatlichen Anerkennung ihrer Identität gezwungen waren, ihre Ehe scheiden oder sich sterilisieren zu lassen. Wir werden uns endgültig von einer Zeit verabschieden, in der Menschen eine psychische Störung nachweisen sollten, um korrekte Ausweisdokumente zu erhalten.
Aber wir als gewählte RepräsentantInnen der Menschen dieses Landes haben die Pflicht dazu, Unrecht zu beseitigen. Wir haben die Pflicht dazu, den Rechtsstaat mit Leben zu füllen. Wir haben die Pflicht dazu, Unrecht zu erkennen und zu beseitigen, gerade wenn es sich dabei um so eine offensichtliche und eklatante Verletzung der Menschenwürde handelt. Und das möchte ich hier ganz bewusst betonen, wir haben die Pflicht dazu, Unrecht zu beseitigen, selbst wenn es nur einen einzigen Menschen in diesem Land beträfe. Wenn wir beginnen, Grundrechtsverletzungen gegen andere vermeintlich wichtigere Probleme abzuwägen, wenn wir beginnen, Grundrechtsverletzungen kleinzureden und bestimmte Gruppen das Menschsein an sich abzusprechen, wenn wir beginnen, die Würde zu relativieren, dann werden wir unserer Verantwortung als Mitglieder dieses Hauses nicht gerecht. Trans- und intergeschlechtliche Menschen leiden immer noch häufig unter massiver Diskriminierung. Im Alltag, am Arbeitsplatz und bei der Wohnungssuche. Sie sind oft von Armut betroffen. Sie werden bedroht, beschimpft und ausgegrenzt, sogar in diesem Haus und leider nicht immer nur ganz von rechts. Auch der Staat hat sie mit dem transsexuellen Gesetz bis heute systematisch diskriminiert. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Gesetz heute auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, denn da gehört es hin. Die Linke unterstützt das Selbstbestimmungsgesetz, auch wenn wir uns im Sinne der Betroffenen mehr und ihrer Familien mehr wünschen würden. Die einfachere Änderung des Geschlechtseintrags beim Standesamt ohne psychologische Gutachten und Gerichtsverfahren entspricht der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Transgeschlechtlichkeit existiert, dass es sich nicht um eine Krankheit, sondern um eine Variante des Geschlechtsempfindens handelt. Und daraus folgt, dass die geschlechtliche Selbstbestimmung ein Gebot der Menschenwürde und der Menschenrechte ist. Und Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Es ist gut, dass die Ampel unserer Forderung gefolgt ist und die automatische Datenübermittlung an die Sicherheitsbehörden wieder gestrichen hat. Mit den Ausnahmen für AusländerInnen und für den Kriegsfall ist es immer noch kein richtig gutes Gesetz geworden. Und vor allem, es reicht nicht. Wenn wir die Selbstbestimmung stärken wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Menschen überall Zugang zu guter Beratung bekommen. Wenn wir richtigerweise die Pflicht zu psychologischen Gutachten abschaffen, dann braucht es im Gegenzug das Recht auf Beratung für die Betroffenen selbst, für ihr Umfeld und für ihre Familien. Und wir erwarten, dass Herr Lauterbach nun unverzüglich einen Gesetzesentwurf vorlegt, der die Finanzierung von gesundheitlichen Maßnahmen regelt. Das sind notwendige nächste Schritte. Und dafür wird die Linke nicht locker lassen. Einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können, auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal in einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Es ist wie immer bei der Ampel. Ideologie triumphiert über Realität. Das Geschlecht wird von einer biologischen Tatsache zu einer Frage der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre. Wenn sich Männer durch großen Sprechakt zur Frau erklären können, gehören Frauen Schutzrechte und Frauen Schutzräume der Vergangenheit an. Die spanische Zeitung El Mundo berichtet gerade, wie sich wegen häuslicher Gewalt angezeigte Männer mittels des dortigen Selbstbestimmungsgesetzes Zugang zu Frauenhäusern verschaffen, in die ihre Partnerinnen geflohen sind. Und statt zu hinterfragen, warum viele Mädchen in der Pubertät mit ihrem Körper hadern, weil er vielleicht den Schönheitsidealen der heilen Instagram-Welt nicht entspricht, wird ihnen quasi nahegelegt, dass sie doch eigentlich Jungen sind. Ja, das Gesetz enthält keine Regeln zu chirurgischen Eingriffen, aber es stellt die Weichen dafür, und das halten wir für verantwortungslos. An einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Im Kriegsfall soll es nämlich keine Wahlfreiheit geben. Im Kriegsfall bleiben Männer eben dann doch Männer. Das heißt, für die Ampel zählt Kriegstüchtigkeit offensichtlich dann doch mehr als Transideologie. Wer Diskriminierungen
Barrieren überwinden will, der hätte die bestehende Gesetzlage behutsam reformieren können. Das hätten wir absolut unterstützt. Da ist auch Handlungsbedarf, keine Frage. Aber Sie sind bewusst einen anderen Weg gegangen. Ihr Gesetz ist frauenfeindlich und Ihr Gesetz macht Eltern und Kindern zu Versuchskaninchen einer Ideologie, von der nur die Pharmalobby und die Pharmaindustrie profitiert. Das BSW sagt Nein zu diesem gefährlichen Irrsinn. Ende Januar hat eine Dokumentation hier in Berlin Premiere gefeiert. Sie zeigt den Weg von Henry Vogels Transition und wie er von seinem Mann Hannes begleitet wird. Henry ist ein Transmann. Er spricht in der Doku über seine Perspektive auf Gesellschaft, Politik, Religion und Transsein. Ich kenne Henry seit vielen Jahren aus Berlin-Neukölln und ich habe mich häufig mit ihm über gesellschaftspolitische Fragen unterhalten, besonders zum Selbstbestimmungsgesetz. Er selbst hat das Transsexuellengesetz durchlaufen. Und wie wir alle wissen, hat das Bundesverfassungsgericht 1978 entschieden, dass Menschen die Möglichkeit erhalten müssen, ihren bei der Geburt zugewiesenen rechtlichen Geschlechtseintrag und ihre Vornamen im Geburtenbuch ändern zu lassen. Dies wurde 1980 mit dem TSG umgesetzt, was zunächst eine wichtige Entscheidung auf dem Weg zur Selbstbestimmung betroffener Personen war, stellte sich im Laufe der Jahre jedoch als unzureichend, grundgesetzwidrig und als staatlichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit heraus. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Teile dieses Gesetzes deshalb auch außer Kraft gesetzt. Das zeigt, das Gesetz ist entwürdigend, diskriminierend und urteilt über die individuelle geschlechtliche Identität von Menschen. 40 Jahre lang haben wir darauf gewartet, dass dieses Gesetz endlich abgeschafft wird, und heute machen wir es endlich.